Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde von Crusader Kings 3. Unser neuer Herzog, der ja schon einige Schwierigkeiten untereinander erlebt hat, muss wohl sich direkt mal an den Tisch setzen, zusammen mit seinen Leuten aus dem Rat. Denn es sind einige Dinge passiert, die mir aufgefallen sind, die offenbar mir während der Aufnahme nicht aufgefallen sind, während der letzten Aufnahme, die aber wohl doch wichtig sind. Wir schauen uns das alles mal an. Zum einen, das haben wir in der letzten Folge mitgekriegt, ist das Großreich hier. Ist das mongolische Imperium vernichtet worden von Ymir, der hat das vernichtet, denn diesen Titel und damit das komplette Reich aufgelöst. Wir sehen auch mittlerweile, hat sich hier das hier oben nochmal unabhängig erklärt. Hier war vorher auch noch groß Liao, keine Ahnung. Aber es sind noch ein paar andere wichtige Dinge passiert. Zum einen, wir haben in der letzten Folge auch wieder die ganzen Herzogtümer gekriegt. Das bedeutet, dass Kujabien einmal hier und hier drüben Wilzenland unabhängig wird, also an ihn gehen, und da fällt mir auf, Rostock, WTF, das war nicht bei meinem Reich, Rostock gehörte eigentlich zu Samogitia. Wie ist das also passiert? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich kann mir nur vorstellen, dass er hier, der ja einen Anspruch auf Rostock hatte, dass der das irgendwie durchsetzen konnte oder so. Weil, wie sonst hat sich der hier von alleine bei mir eingegliedert, ohne dass ich das mitgekriegt habe. Und da fällt mir noch was anderes. Es gibt ja eine weitere Rikias-Dynastie, by the way, die nichts mit unserer Dynastie zu tun hat. Jetzt denke ich, einige, für die sich noch erinnern. Aber es gab doch mal diese Abspaltung, dieses Bastardhaus, das ich gegründet habe, das auch Rikias hieß. Ja, das ist richtig. Das dachte ich mir auch, dass das ist. Aber das ist das hier. Und das ist mittlerweile gestorben. 1109 von König Björn von Pommern. Oder ist es das? Ist das nicht das? Warte mal. Oder wer hat das gegründet? Ne, Graf Pusus von Rügen. Aurelius von Rügen. Hier ist dieser Pusus von Rügen. Der hat das wohl vor 100 Jahren hier gegründet. Aber es gab doch hier auch noch eine. Das ist nur Tanga. Tanga gehört auch zurück hier, ja. Es gab hier doch. Das ist Rikias Wolin. Es gab noch dieses andere Rikias Haus. Ich dachte, das ist das hier, aber. Ist es das? Ist es das Haus? Swispy. Das ist dieser König Björn, das gegründet hat. Und hier ist König Galindas. So, aber doch ziemlich schnell ausgestorben hier. Gab's, ja, da ist jemand jung gestorben. In Gefangenschaft 1141. Und noch, er hat keine Kinder gezeugt und damit ist die Linie hier. Obwohl hier ist auch niemand weitergekommen. Aber es sind wohl ziemlich viele Menschen gleich gescheitert. Warte. Sind das die? Ist das? Nee, ist es nicht, weil wir haben nicht gespielt. Hier geht die Königsreihe weiter. König Achilles. Schauen wir uns das mal so an. Ja, und da geht's weiter. König Baidras, unser aktueller Herrscher. Und genau, er ist unser Lehnsherr und das ist unser Schwager. Er hat hier und ist die Enkelin von ihm. Und er hier wird später das Ganze hier erben, genau. Ja, habt ihr mal einen kleinen Exkurs gemacht. Wir sagen, genug geredet, machen wir wieder weiter. Wir könnten Bockholm weiter, nur das ist fertig ausgebaut. Kerneve fehlt noch ein Upgrade. Und Braslau. Ist das fertig? Na. Kommen wir hier hin. Wir könnten die Reiter durch Jagdreviere ersetzen. Das hier bringt uns Verteidigungsvorteil plus 4, aufgeblutet plus 75. Nee, das sind die Jagdreviere deutlich besser. Ich glaube, ich das gerade einfach nur abgerissen.
Nämlich nicht. Oh, ich hatte das ganze Geld dazu gekriegt. Ich hatte ganz viel Geld gekriegt. So. Wir bauen jetzt das aus. So, perfekt. Ein weiteres Festmahl. Das nehmen wir doch gerne an. Währenddessen haben wir unseren ersten Ding. Wir werden hier wohl überlegt. Perfekt. Wir machen einfach nur was, wie sich's richtig anfühlt. Wir trinken halt einfach. So. Das Thema Freundschaft. Ja, Freundschaft sind wir doch durchaus auch nicht so schlecht dabei. Das Thema interessiert mich doch durchaus selbst. Wir sind dadurch Freunde geworden. Das hilft vor allem auch gut dabei, wenn es darum geht, dass wir Geld brauchen. Das haben wir nämlich jetzt damit automatisch. Damit können wir jetzt das hier auch sein lassen. Weil er liebt uns jetzt. Ah, sehr gut. Er hat noch einmal die Nordmark dazu. Hat sich jetzt schon wieder was verschoben. Ja, jetzt geht auch da, verlieren doch das da hinten an. Weg, geh doch weg. Wir werden hier noch Karatschew und Minsk. Also ich behalte mir den kompletten Ding hier hinten. Und hier dieses eine Legnica. Aber Einbruch, erstmal Einbruch in die Waffen kaufen. Unseren zwei Söhnen. Okay, zum Glück lief Eccles nach draußen. Dann schauen wir uns die nächsten Erwachsenen und gestand, als sie getan hatten. Okay. Schauen wir mal, wie der Würfel dazu sagt. Er würfelt eine 5. Warum habt ihr ihm auf der Stelle geholfen? Eccles wird ungeduldig. Okay. Der zukünftige Herrscher. Dessen gibt es wie ihm ein weiteres Festmahl. Ja, er ist auch schon eine eifrige Frohnatur. Ich denke, irgendwann werden wir bestimmt Freunde werden. Kann mir gut vorstellen. Schmerzhafte Unterhaltung, aber. Scharfkantige Metallstücke, ach du Heilige. Er ist wohl ein. Er ist ein Sadist, oder? Ja, genau, er ist Sadist. Wir kümmern uns erstmal um ihn hier. So, das Thema Steuersätze findet er gut. Ich bin tatsächlich aber, glaube ich, ein bisschen mehr interessiert. Aber wahrscheinlich wohl eher, weil er hier eine eifrige Frohnatur ist. So nach dem Motto, lass uns Freunde werden. Oh nein, aber jetzt lachen wir über ihn. Ich weiß es nicht. Oder ich denke, wir verstehen uns eigentlich ganz gut mit ihm. Ich sage, das war eine reife Darbietung. So, danach kehren wir wieder zurück nach Hause und mittlerweile haben wir es mit ihm doch ganz sehr gut angefreundet. Wir sind 27 zu 9, also sehr nah beieinander. Jetzt zusammen aufgewachsen, könnte man vermuten. By the way, wir müssen hier noch den Speer reparieren, sonst geht uns am Ende noch kaputt. Und hier ist noch jemand, der einen raten möchte. Der ist mit 13 zu 13 ja auch gar nicht so schlecht. Und vor allem er ist mächtig und er hier ist nicht mächtig. Demnach würde ich sagen, werden wir tatsächlich, wir können auch unseren Bruder einsetzen, aber der ja hat wahrscheinlich Vorrang. Und was noch anderes ist, es gibt hier diesen neuen Herrscher in Rostock, der sogar noch besser ist als sie aus Legnica. Demnach werden wir auch ihn hier zuweisen. Und gleich bei der Way noch schauen, gibt es hier noch jemand besseren? Ja, wir können. Oh, sie ist ja, sie ist ein wenig schwierig. Aber, oh, sie ist eine eifrige Frau natürlich, würde ich sagen. Achso, ne, stimmt. Er ist ja sehr alt, wir wollten ihn ja noch. Er ist auch schon gebrechlich. Boah, aber er wird noch ein Stückchen überleben, aber nicht lang. Danach darf sie das übernehmen. Und hier haben wir wahrscheinlich keinen besseren, ja. Gut. Haben noch ein bisschen unseren Rad optimiert. Und wir haben gleich sehr viel Geld. Wir können also unsere Burg bald ausbauen. Viel fehlt nicht mehr. Basler wurde gebaut währenddessen. Ein schreckliches Missverständnis. Mit was suchen? Nein. So, bauen wir das aus. Das Ganze dauert, wir sehen, 5 Jahre. Ja, 4, 5 Jahre letztlich, ja. Ist eine lange Zeit, aber so lange wird es wohl auch nicht sein. So, währenddessen kann unsere Tochter jemanden bekommen als das Ding. Und wer ist denn das? Unsere Gattin? Kann ich es übernehmen? Oder unsere Mutter? Ich würde sagen, unsere Mutter übernimmt das. Die hat auch schon die Ausbildung der unserer Ältesten übernommen, die ja eine Hexe geworden ist. Die auch schon 12. Lexikalische Literatur und Baltisch. Einfach vergessen. Aber vergessen Lechisch. Oh Gott. Ich würde sagen, dann vergessen wir Lechisch. Wir haben vergessen, wie man Lechisch spricht. Vielleicht unsere Beziehung zu unserer Mutter und auch zu ihm hier zum Beispiel ein bisschen. Weil das sind natürlich die Lechen da drüben. So, die Abreibung. Unser Sohn Eccles macht wieder irgendeinen Scheiß wahrscheinlich. Nee, er wird angeblich sehr, sehr Angst. Meidet Menschen und ihr seid sicher.
Er wird nicht feige, sondern jetzt schüchtern. Unser Spielererbe wird schüchtern. Ja, das kann hier witzig werden. Währenddessen können wir mal schauen, hier gibt es nichts auszubauen. Karneval. Braslau, wir bauen hier wieder weiter aus. Wir brauchen einfach mehr Geld. Damit wir im Krieg dann auch gut agieren können. So, unser zweiter Sohn bekommt auch seinen nächsten Ausbildungspunkt und er wird zufrieden. Wie sein Vater. Und unsere Schwester kann heiraten. Schauen wir mal, ob wir für sie eine gute Partie finden. Worum geht's hier zum Beispiel? Hier. 13. Das hört sich sehr gut an. So. Soziale Manipulation. Mit der Gräfin von Orscha. Okay. Können Sie vergessen, einzuladen. Aufgaben stellen, die unmöglich für Sie sind. Eine subtile Drohung ist, glaube ich, das Richtige. Wir sind ja zum einen so ein bisschen auf Einschüchterung. Auf Hinterhältigkeit. Ich weiß gerade gar nicht. Aber sie ist feige, das passt. Also, so können wir sie. Müssten wir sie loswerden können. Ja, das ist ein wirkliches Bündnis und. Ja, genau. Sie bleibt still. Und senkt den Blick. Ja, von einem Feigenwurst und nicht anders zu erwarten. Sie hat niedrige Vordarstellung. Ich würde sagen, wir beheben das mal. Zeigen ihr, wo die Wahrheit hier sitzt. Ja, Krieg erklären wollen wir natürlich nicht. Können den Kerne gleich nochmal ausbauen, nämlich hier. Und ein weiterer Sohn Serigones. Komm, ich wollte gerade sagen, kommt an die Macht. Dessen machen wir mal Eroberung von Herzogtümern. Das ist ein weiteres Thema. Jetzt verschiebt sich einiges nochmal. Jetzt geht an ihn Minsk und die Nordmark. Oh Gott. An ihn geht Kujawien und Karatschew würde gehen. Das würde ich dann allerdings ändern. Das an ihn Kujawien und boah, überlegen. Kujawien würde ich gerne selbst behalten. Das heißt Karatschew. Und Minsk gehen dann an ihn hier. Während die Nordmark und Swiss-Land dann an ihn hier gehen. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Ja. So werden wir es dann machen. Später, aber zuerst müssen sie erwachsen werden. Vorher kriegen sie gar nichts. Vielleicht zum 16. Geburtstag. Damit es halt dann passt. So. Ein Saalbruder kann auch heiraten. Ich kann auf seiner Liste. Oh, schaut es mal an. Ein weiteres Festmahl. Und hier, Haus Rikias. Vermächtnis. Ist gerade nicht ein Vermächtnis hier. Oder unsere Kultur war das. Unsere Kultur hat hier, genau, listige Diplomaten. Man kann Verbündete nicht angreifen. Okay. Kann während eines Waffenstillstandes nicht angreifen. Bündnisverhandlungsakzeptanz. Weiße Vergessen. Oh Gott. Sehr interessant. Heißt, ich kann ihn hier nicht angreifen. Man kann also ein Bündnis jetzt basically nicht mehr brechen. Oder? Also mit dem Krieg, Masowien. Führt hier einen Religionskrieg um eine weitere Grafschaft. Den scheint er hier auch zu gewinnen. Hat sich Ungarn als Verbündeten geholt? Scheint so. Ne, Ungarn sitzt auf der Gegenseite. Oder? Ja, mal. Die germanischen Städte wollen angreifen. Er ist erst ein Verbündeter in dem Krieg. Okay, ja. Da. Gehen wir zu diesem Festmahl. Von diesem alten Herrn. Gesetzgebung. Ja, Gesetzgebung ist ein interessantes Gespräch. Und auch hier geht es um Fechtübungen. Wir sind also sehr gebildeter. Dieses Thema interessiert mich ebenfalls auf jeden Fall. Sehr eigentlich. Oh, er ist auch eine eifrige Frohnatur. Ja, wir sind auch sogar Freunde geworden zum Abschluss. Perfekt. Ach, kehren wir wieder nach Hause. Hier, bauen wir noch aus. Weiter. Sehr, sehr gut. Unsere Frau ist schon wieder schwanger. Läuft sehr, sehr gut. Und unser Lehnsherr ist in einem Krieg. Oh, er hat sich diesem Krieg auch angeschlossen. Wir sind jetzt auch das Dynastie überhaupt geworden. Der Rick ist das okay. Der Krieg scheint sich wohl etwas größer zu entwickeln. Alleine in der Küche. Einer Küche, ich habe hier Eccles, ein Kind von euch. Oh. Eine weitere Ausbildung. Gelenis holt Tiefluft. Aber er hat alle Süßigkeiten gefressen. Okay. Bildet keine Tage auf solche Leute, Junge. Er wird faul. Oh Gott, was machen wir nur? Was wird das nur für ein Kind? Ach du Heilige. Faul, schüchtern und ungeduldig. Und herrisch, das passt zu ihm. Da findet sich eines da. Oh.
Und da ist was Wichtiges passiert. Im Schlaf ist er gestorben. Wir haben einen neuen König. König Golding, 28 ist der. Er ist auch eine Hexe. Ach du Heilige, die Hexen greifen um sich. Unser Herrscher ist paranoid. Er hätte damit ein echt fettes Problem. Aber so scheint es wohl noch okay zu sein. Ja. Er ist doch einigermaßen akzeptabel. Boah, hohe Lehnsautorität erlassen. Boah, weiß nicht, ob ich das so gut finde. Weil das sind die Abreibungen von unserem zweiten Sohn. Haben eine einswürfelig. Das heißt, er wird paranoid. Da kommt das Paranoid tatsächlich. Und da ist es passiert. Er ist verstorben an Altersschwäche. Im Alter von 81 Jahren. Währenddessen kriegen wir einen weiteren Sohn. Jetzt wird es kompliziert. Wir kommen zum Ratskanzler und wir brauchen einen neuen eigenen Ratskanzler. Und das darf jetzt auch sie übernehmen hier. Oh, wir hätten natürlich einen weiteren sehr spät. Aber wir haben es ihr letztlich versprochen. Demnach wird sie das jetzt auch machen. Nochmal. Ah, das ist ein Ding übersprungen. Gut. Könnten wir natürlich Krieg erklären, aber warum sollten wir? Das können wir heute den Krieg erklären. Ah, nur Artefakte. Nicht so wichtig. Heikle Angelegenheiten. Graf Vermantas hat mir die letzten Tage bei einer großen Hilfe. Und ich schütze ihn mit seinen Bemühungen, die Bande zwischen meinem Reich und unseren Nachbarn zu stärken. Das Vertrauen von König Karel von Friesland. Ich weiß, soll ich Freund werden mit meinem Ratsverwalter? Ich würde aber sagen, er ist mir die Mühe eigentlich nicht wert. Mein Friesland interessiert uns hier drüben relativ wenig. Der ist sogar schwächer als wir, also. Kein wichtiger Mann für uns. Wir können Krieg erklären und ich würde mal sagen, es gibt hier eine, gegen den Lehnsherrn gibt es aktuell keine Fraktion. Interessant. Denn er hat ja eine hohe Lehnsautorität und ich finde, wenn wir überlegen, wir stehen jetzt zu ihm, doch wir mögen, eigentlich mögen wir ihn. Ich habe gerade überlegt, ob es Sinn macht, hier gegen diesen hohen Aufgebot. Aber ich denke, wir arrangieren uns mit ihm. Ist unser Schwager. Ich glaube, wir würden sogar eher unterstützen. Er hat uns wieder ersetzt als Oberhaupt hier. Ohne Verbrechen. Wir sperren erstmal Bestikan hier natürlich ein. Ihn selber glaube ich nicht. Doch, ihn auch. Schauen wir uns einmal an. Wir können Bestikan wieder freilassen und ihn auch. Ist okay, dann lassen wir die zwei wieder frei. Wir haben Geld gezahlt. Aber es ist jetzt für uns erledigt. So. Und damit ist unsere Tochter, unsere Hexe ist erwachsen. Wir müssen sie verheiraten und dann schauen wir doch mal. Wir können sie auch direkt einkerkern. Aber wir kerkern natürlich unsere Tochter nicht ein. So. Dann schauen wir mal, was machen wir mit unserer Tochter. Und somit haben wir schon ein Bündnis. Brauchen wir unseren Cousin. Polatsk ist nur 8 Jahre alt. Grafschaft von Bea 2800. Kein besonderes Ding. Schauen wir nach Relevanz. Gibt es denn da einen 18-Jährigen? Grafte von Dobrissen. Bist du uns mal unabhängig von dem, wo gibt es denn Sachen, wo man einheiraten könnte? Finnland zum Beispiel. Hier würde. Ah, die haben in Finnland eine Feudalwahl. Oder Finnessen. Ja. Schauen zum anderen Rang. Kriegt 82 Stimmen. Ist auch schon sehr, sehr alt. Wenn Finn ein, zwei heiraten, macht wenig Sinn. Wir könnten eigentlich sie einheiraten. Er ist schon 20. Eine dreijährige Tochter. Okay, das bringt nicht allzu viel. Können wir hier mal schon unsere Tochter. Ja, wir kriegen ihn dann keinen. Er hat nur Töchter selber. Er hat selber Töchter. Wir könnten mit einem unserer Söhne in Island einheiraten. Was könnten wir machen? Oh, wir haben hier die Enkelin. Wäre in der Tür unsere Brüder hier. Oder unser Sohn hier. Das können wir stattdessen machen. Er würde nicht annehmen. Patrilineare Heirat. Aber es ist sein einziger Erbe. Ist. Ja gut. Dänemark. Ist Assaturisch. Da wollen wir nichts zu tun haben. Schon mal, was hätten wir noch? Norland. Auch nicht.
Schweden ist idealistisch. Mit seinem 13-jährigen, unverheirateten Jungen. Er würde ihn nicht annehmen. Ich habe schon zu viele Bündnisse. Eigene Heirat von sie Hanti, ja. Okay, was passiert, wenn wir ihm ein Geschenk schicken? Oh, das findet er super. Wir schicken ein Geschenk zusätzlich zu unserer Tochter. Und das nimmt er dann auch an. Und dann haben wir mit ihm hier ein Bündnis. Was wichtig ist, weil wenn er hier stirbt, dann... Außerdem werden wir so unsere Hexe ein bisschen los, natürlich. Könnte man fast sagen. Wahrscheinlich ja, fast sogar ein bisschen böse, aber gedacht. So, hier Rostock weiß mir zu, warum er nicht drin sitzt. Es wurde im Kerne mehr wieder gebaut. Es kann mir nichts gebaut werden, hier auch nicht. Kerne ist jetzt auch voll ausgebaut, aber hier können wir noch einmal die Aviarien ausbauen zum Abschluss. Dann ist auch das voll ausgebaut. Danach könnten wir uns hier unserem Kriegsvolk widmen. Zum Beispiel können wir die eigentlich schon mal auf 7 hochbringen und warum die nicht auch schon mal alle auf 70? 7 hoch. Ein weiteres Festmahl, das nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an. Nehme ich sehr, sehr gerne. Aber ein getrübtes Urteilsvermögen. Hat zu viel zu trinken. Wir haben unserem Vasall erzählt, dass unser Freund Hex ist. Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe mal, dass Segnung in der Familie. Nein, nein, bitte sprecht weiter. Können Sie natürlich jetzt versuchen, hier auf unserer Seite zu gewinnen. Ich denke, wir versuchen das, dass wir sie jetzt auf unsere Seite kriegen. Weil sie weiß viel. Wahrscheinlich zu viel. Sie ist denunziert worden. Okay. Interessant. Aber wäre echt gut, wenn CEO nichts ausplaudert. Aber wahrscheinlich hat es einfach nur gell. Als wir es erzählt haben, so, hey, unsere Frau, das ist eine Hexe, musst du wissen. Ja. Das hat sie wahrscheinlich nur alle. Der muss nur ein kleines Problem mit seiner Frau haben, aber das ist eine richtige Hexe. Denkt er vom, denkt sie wahrscheinlich nicht. Nee, ich dachte gerade. Gotland hat sich nur sehr ausgebreitet. Wir sind nichts mehr Ratskanzler, ach du Heilige. Wer kam denn auf diesen Bullshit? Wir dessen anpassbar defensive Verhandlungen, das passt doch. Und wir sind fett geworden, oh Gott. Wir sind fett. Ja, vielleicht kommt das durch unsere eifrige Frohnatur. Ich würde sagen, wir beginnen mal abzunehmen. Werden wir hier in Borgholm weiter am Ausbauen sind dann. Das sind die Häfen. Wow, das ist sehr, sehr teuer. 210 ist am billigsten. Allerdings ist die, wahrscheinlich kann man hier noch austauschen. Ja, Höfe und Felder. So bitte. Deutlich besser. Das behalten wir. Und das könnten wir auch austauschen. Dann gegen grünes Land und die Jagdreviere. Ja, da können wir noch sehr viel Geld rausholen, eigentlich aus Borgholm. Vielleicht eine wichtige Provinz. Wenn wir sie einmal gut ausgebaut haben. So, bessere Bande. Mein Ratsverwalter kommt mit heftigen Lächeln zu mir auf mich zu. Ich will es begrüßen, wenn wir uns Bande neu verhandeln. Okay. Die Feudalsteuern gegen ihn verringern. Die Grafen von Berlin erhalten. Das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir nehmen die Grafen von Berlin hier. Und dann kriegt die er hier gleich dann. Wenn er erwachsen wird, er ist bald erwachsen, unser Spielererbe. Weil unser Spielererbe kriegt das ja nicht, das kriegt ja er hier. Wir sind schon mal nicht länger fettleibig. Ich will sagen, er kriegt jetzt Berlin. Damit auch die Nordmark. Und er kriegt das nur Berlin. Und dann Nordmark und Wilsonland. Schaut mal, wir schauen uns mal an, wie es aussieht hier. Jetzt würde Achujarwien und Nordmark würde an ihn gehen, aber das hier oben würde noch nicht an ihn würde Minsk gehen, an ihn das Wilzenland. Nur, ich würde sagen, wir machen das jetzt schon. Berlin, Nordmark und Wilzenland. Und damit entlassen wir unseren Sohn in die Unabhängigkeit, nachdem wir ihm wahrscheinlich am besten vorher noch einen, obwohl, soll er selbst heiraten, wir entlassen ihn. Ist buckelig übrigens. Auf, lustig, weil unser Mann ist kein Freund der Ding. Sagen, wohl, ne. Wir geben ihm erstmal nur das und wir entlassen ihn in die Unabhängigkeit, sobald er 16 ist. Allein in der großen Halle. Mein Sohn Graf Alvidas. Er ist jetzt neuer Graf. Ja, schauen,
Ich würfel eine 6 und das heißt, er wird unersättlich. Ja, was haben wir nur aus ihm gemacht? Entweder es Rad, jetzt aber diesmal ist Radspitze. Ja, es Radspitze, Tommy doch nicht wirklich. Wir sind zufrieden, treuherzig und melancholisch. Das kickt richtig rein gegen unsere Ausbildung. Wir könnten von ihm was verlangen, aber nee. Unser Sohn wird erwachsen. Wir können uns ein Bündnis mit Novgorod aushandeln, mit unserem Cousin. Ja, warum nicht? Ein Bündnis mit unserem Cousin, das hört sich doch gut an. Und ja, auch hier machen wir ein Bündnis. Ja, unser Sohn ist 16, er kann heiraten. Könnten wir den Dominion einheiraten? Das ist doch eigentlich eine sehr gute Heirat. Ist zwar sehr inzüchtig, aber das ist auf jeden Fall standesgemäß. Das machen wir. Hoffen wir, dass wir keine inzüchtigen Kinder rausbekommen. Könnte sonst schnell nach hinten losgehen, aber wird schon schief gehen. Ne? So, währenddessen nehmen wir ihn mal wieder neu an. Unsere Mutter. Ist okay, wenn wir das wohl kriegen. Wenn unsere Mutter das sagt, dann. Denn wir hören schon auf unsere Mutter, obwohl wir sie eigentlich nicht verstehen, weil wir können kein Lächisch mehr. Naja. So, währenddessen kommt hier ein Konkubinenangebot rein, aber das lehnen wir ab. Wir brauchen keine Konkubinen. Unsere Ritter werden dessen weiter Strut verbessert die ganze Zeit. Das ist sehr schön. Können wir echt das hier ausbauen? Oh nein, wir haben noch keine Hoden. Schaut uns mal, wann kriegen wir denn die Hoden? Wir werden erstmal die Burs erfolgreich. In 2 Jahren. Ist nur Hoden. In 197 Jahren, wenn er sich darum nicht kümmert. Kriege erklären. Lupte können heiraten. Unser Cousin und unsere Tochter. Wir haben unseren Cousin, unsere Tochter. Ups, das war was schief gelaufen. Ach, das ist der Chant. Ups. War ein bisschen sehr inzüchtig. Also, familienpolitisch macht er, glaube ich, einiges falsch. Währenddessen geht es um Gastfreundschaft. Wen sollten wir einladen? Ich würde sagen, wir laden sie ein, weil sie eine Herzogin ist. Sie würden kürzer eintreffen, okay. Und eine herzliche Begrüßung. Ein paar Spezialitäten. Extravagant. Schauen wir mal, ob das gut läuft. So läuft schlecht. Oh nein. Vielleicht nicht so gut. Eine seltsame Bitte. Söhne und Erbeswitz, das sind. Weil ich von Ecken ist. Eine private Audienz mit unserem Sohn. Wir schauen mal, was wir rauskriegen. Leise wie ein Flüstern. Schlecht wie Knie. Bist du dort Knie? Der ist gerade schon nicht der Hand. Zumal er ist aber Gäste. Oh nein, wir sind aufgeflogen. Oh oh. Da ist wohl echt einiges schief gegangen. Ja, aber ich würde sagen, wir können dieses Kapitel hier dann damit gleich beenden, oder? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, schreibt mir das Ganze auch in die Kommentare. Wir können schon irgendwelche Leute aggregiert lernen, wir werden irgendwelche Ritter besser. Und wir können hier noch einmal ausbauen. Wir verändern erstmal das hier nochmal in grünes Land. Dann passt das alles. Und unser Sohn kann nicht eingekerkert werden. Unterrichtet werden von uns. Let's go. Sehr gut. Ja, und jetzt hoffe ich, euch hat diese Folge draußen gefallen. Wenn ja, schreibt das Ganze auch in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.